1963 wurde sie an der Hüfte operiert. Sie hatte also große Hüftbeschwerden und da hat es geheißen, macht man eine Umstellungsosteotomie, weil sie ist luxiert, der Gelenkkopf zu steil steht. Da wurde also operiert in Lindenlohe und das hat nicht funktioniert. Wir sprechen über Pflege. Das heißt, wir sprechen meistens über mehr Geld, über fehlende Arbeitskräfte, über Reformen, über den demografischen Wandel. Wir sprechen über Patienten, die älter und kränker werden. Aber was ist mit den Angehörigen? Sie sind der erste Puffer und die wichtigste Stütze für unsere Patienten und Bewohner. Wir sprachen mit einem Angehörigen, außerdem mit einer langjährigen Mitarbeiterin der Alzheimerhilfe, einem Krankenpfleger mit Zusatzqualifikation Gerontopsychiatrie und einer Mitarbeiterin des Sozialdienstes. Was passiert, wenn guter Wille nicht mehr ausreicht? Wie können wir helfen? 90 war es dann so weit, dass das Gelenk gehalten hat. Das hat die heute noch drin. So, das also. Und durch das Krückenlaufen. Und sie hat also auch recht linkes Knie, dann eben durch dieses lange Versteiftsein etwas steif gehabt und vor allem auch unten das Fußgelenk. Und dann hat sich bei ihr rausgestellt, warum, wüsste man nicht, dass das Fußgelenk sich verdreht. Neurogener Klumpfuß wurde festgestellt. Dadurch war dann die Fehlstellung vom ganzen Gewölbe so, dass sie Druckgeschwüre gekriegt hat. 2006 wurde also da an der fünften Zehe operiert. Die Ärzte haben das also sehr dringend gemacht, weil die Knochen bereits geeitert haben. Haben sie gesagt, das ist also allerhöchste Zeit, die Gefahr einer Sepsis ist sehr groß. Also raus. Und jetzt muss ich sagen, ich habe damals schon irgendwie gemerkt, dass sie manchmal nicht, möchte ich sagen, so ganz da ist. Habe das aber zurückgeführt auf die Schmerzmittel, weil sie war schon beim Dramal, ne? Wenn der Patient älter ist und keine gesetzliche Betreuung hat, das heißt, er hat ja die Unterschriftsvollmacht, er ist voll geschäftsfähig, das heißt, er darf alleine entscheiden, wo er sein will. Und wir sind nicht dafür da, in erster Linie, dass wir über andere Patienten entscheiden, sondern mit dem Patienten eine gute Entscheidung für sie treffen. Und das ist eigentlich auch immer allen Angestellten im Krankenhaus das Ziel, dass man mit dem Patienten ein gutes, gute Situation schafft zu Hause, wie sie halt einen Alltag wieder verbringen können. Also der Sozialanamneseteil liegt zum einen Teil bei der Notaufnahme, wenn die Patienten primär kommen, dass man erstmal schaut, was für Daten sind schon da, was möchte man noch erheben. Zum anderen Teil, jetzt bei uns auf der Station, es geht hauptsächlich darum, wie ist der Patient bisher versorgt, wo wohnt er, was bringt er für Hilfsmittel mit, was für Angehörige sind da, ist ein Betreuer da. Also eigentlich die Sachen, was man dann vor allem für den späteren Verlauf jetzt braucht. Das muss ich eigentlich nicht sofort in dem Moment wissen, aber es ist einfach wichtig, dann im Laufe der Zeit des Aufenthalts zu wissen, oh, hoppla, hat der zum Beispiel daheim im Pflegebett, lebt er im betreuten Wohnen oder im Heim oder gibt es zu Hause Angehörige, die sich um ihn kümmern. Das sind einfach die wichtigen Eckpunkte, die man gleich erheben muss. Es war eigentlich immer so, dass ich oft gefragt worden bin, was kann ich denn mit meinem Mann daheim machen oder was kann ich mit meiner Frau machen, die und die Probleme sind jetzt aufgetreten. Es waren eigentlich meistens medizinische Fragen, die im Vordergrund standen, die habe ich natürlich alle abgelehnt und gesagt, da müssen Sie an einen Facharzt wenden. Aber wenn es so um Lebensbewältigung ging, da haben wir dann vor Ort schon oft zu Hause mal einen Besuch machen können und dann auch mal Gefahrenquellen ausschalten. Es ist halt am Anfang, wenn man noch nicht viel weiß über die Demenzerkrankung, dann hofft man halt immer noch, dass sehr viele Dinge sich noch zum Positiven wenden können. Aber mit der Zeit merkt man halt einfach, dass
ja, dass die Trauer halt im Vordergrund steht über den Verlust der Persönlichkeit von dem geliebten Menschen, der also an dieser Erkrankung davon betroffen ist. Halluzination, hat alles Mögliche gesehen, das ganze Zimmer war voll Leuten und. Was da passiert ist, konnte mir keiner sagen. Jedenfalls, ich bekam sie zurück im Rollstuhl und eben völlig verwirrt. Die Wunde und die Operation ist hundertprozentig einwandfrei verlaufen, also ist alles weg gewesen. Aber im Kopf war sie nicht mehr da. Also Ängste und Befürchtungen, das ist zum einen natürlich die emotionale Seite, dass das teilweise natürlich belastend ist, wenn ein älterer Mensch sich verändert. Das heißt, zum Beispiel durch eine Demenz, wenn einfach das Kurzzeitgedächtnis gestört ist, viele Dinge im Haushalt einfach liegen bleiben, da muss sich der Angehörige erstmal daran gewöhnen, dass sich der ältere Mensch verändert. Na, das ist das Erste. Das heißt, der ewige Lebenspartner oder Angehörige, der ist nicht mehr so, wie er früher war. Und das ist auch, sage ich mal, emotionale Belastung. Ne? Und das ist meistens sehr, ja, anstrengend einfach dann. Ne? Und das Zweite ist natürlich der zeitliche Aspekt, dass natürlich der Angehörige mehr gebunden ist einfach. Das heißt, er muss vielleicht mehr Zeit zu Hause verbringen, Dinge erledigen, organisieren für den älteren Menschen. Das heißt, es ist eine emotionale und eine zeitliche Belastung. Und dann kommt es noch dazu, wenn es nur zum Beispiel irgendeine Krankheit dazukommt, also ein Sturz zum Beispiel, und dann braucht man eine OP und dann soll er wieder nach Hause, der ältere Mensch, dann ist der natürlich auch verunsichert. Okay, jetzt ist er gestürzt, dann muss er vielleicht noch auf Reha. Das heißt, er ist dann 3 Wochen auch nicht daheim, erstmal im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt. Und da ist eigentlich der Angehörige dafür auch da, dass er das wieder ein bisschen auffängt, ne? Und wieder Sicherheit gibt. Das heißt, es ist eigentlich das Emotionale, das Zeitliche und auch das Alltags- oder Sicherheitsgefühl, das halt ja eigentlich am Angehörigen liegt, ne? Dass der Betroffene sich wieder gut fühlt. Wenn ich Ihnen erzähle, was da alles hier, ich musste also für Hunde sorgen, ich musste für Leute sorgen, die in der Frankenstraße ist doch so ein Heim für so, ja, behinderte Personen, denen musste ich Essen bringen. Und also sie hat sich früher auch viel um Behinderte, nachdem sie behindert war, gekümmert, hat sich auch dafür interessiert, und den Schwestern musste ich was tun und da musste ich Geld hintragen und so weiter. Aber ich konnte das nicht machen. Ne? Das, ich habe sie also beruhigt, habe ihr gezeigt, ich tue Geld in Tüten rein, hier bitte, und ich stelle es da her, und wenn da jemand kommt, dann kriegt das. War sie zufrieden. Ne? Mhm. Genauso, da ist der Fressen auf der Rode noch draußen. Ja. Für das Hunderl, das da immer da in der Wohnung rumläuft, hat ein Fressen aufgekriegt. Dann habe ich gezeigt, hier habe ich das Futter für den Hund schon her. Ist alles da, wenn das Hunderl da ist, dann kriegt es was. Habe also so weit getan, dass ich sehen konnte, das und das ist alles da. Ich habe also Tassen kaufen müssen, weil da so viele Leute zum Kaffee gekommen sind. Und bis ich die 6 Tassen gesehen habe, das reicht. Und Espresso-Tassen, Espresso wollen sie auch trinken und so weiter. Und das war schon etwas nervenaufreibend, aber gut. Aber ich habe dann festgestellt, dass eben auch die geistigen Fähigkeiten abbauen. Sie sind meistens recht gelassen. Ja, quasi, ich kenne das schon mit dem Krankenhaus und schildern dann einfach auch ganz, ganz unverblümt oft dann auch mal, ja, also wundern Sie sich nicht, die wird dann jetzt laut schreien und Sachen werfen oder wenn sie aus dem Bett fällt, das kennen wir alles schon. Ganz interessant wird es dann, wenn der Zusatz kommt von zu Hause. Ja, gerade Klassiker natürlich, patientisch gestürzt, kommen oft Angehörige und sagen, ja, das passiert bei uns öfters, lässt sich aus dem Bett fallen. Ja, aber wir sind ja auch nicht den ganzen Tag da. Und der denkt dann halt immer, er muss jetzt aufstehen und zur Arbeit, und dann, ja, dann fällt er halt hin. Ne? Das ist schon brutal, muss man sagen. Aber was eben, das ist die eine Hälfte, und die andere Hälfte, die brauchen ganz, ganz viel Beratungs
Bedarf von unserer Seite aus. Ganz einfach, weil die hier reinkommen und dann eine ganz große Angst um ihren Angehörigen haben, weil sie diese Situation dann völlig als instabilisierend sehen für ihren Angehörigen. Meistens ist es ja Vater oder Mutter. Ganz einfach deshalb, weil sie ja zu Hause sind, sie der Experte. Die sind den ganzen Tag für sie da, kümmern sich die ganze Zeit um sie. Dadurch ist der Angehörige der Experte. Jetzt muss ich aber meinen Angehörigen, dessen Auffälligkeiten ja nur ich kenne, muss ich aus der Hand geben. Und dann kommt man doch irgendwie so eine souveräne Pflegekraft her und dann sagt dann so, ja, wir machen das schon alles. Wir machen dann Pflegeplan, ich bin der primäre Pflegekraft, das können wir alles schon klären. Und dadurch hat man ganz oft dann komplett verunsicherte Angehörige, die dann wiederum im Laufe des Krankenhausaufenthaltes dazu werden, zu diesen, haben sie die schon gewaschen? Haben sie hier schon das gemacht? Warum hat sie Sprudelwasser statt stillem Wasser? Ganz einfach, weil die sich so ein bisschen in ihrer Identität bedroht sehen als der zentrale Punkt. Ich bin wichtig für den Vater, der Vater kommt nur mit mir zurecht. Solche Angehörigen sind schwierig. Aber die haben einfach den ganz großen Bedarf, irgendwie eine Beratung zu kriegen. Also dass man ihnen auch mal erklärt, was passiert hier jetzt mit denen. Oder warum ist der Vater jetzt plötzlich anders? Das ist ganz oft dieser Klassiker, dass die Angehörigen sagen, ja, der Vater war im Krankenhaus, jetzt ist er wieder da, jetzt ist er völlig durch den Wind, kennt sich überhaupt nicht aus, das war durchs Krankenhaus. Das ist ganz wichtig, dass man das denen erklärt, wie das ist mit der Umgebungsveränderung. Und dass auch, ja, leider auch Medikation da eine Rolle spielt. Es muss gar nicht mal Sedativa sein, sondern einfach das, was so im normalen Krankenhausverlauf der Chirurgie gegeben wird, sei es so Schmerzmittel. Das ist einfach ganz wichtig, dass man dort Informationen gibt. Warum hat der Patient jetzt ein Bettgitter dran, auch wenn es nur ein geteiltes ist, wofür man ja keine Genehmigung mehr braucht? Warum liegt er nicht alleine oder warum liegt er speziell alleine dann? Das muss ich denen auch erklären können. So wie die geistigen Fähigkeiten abgebaut haben, haben auch die Halluzinationen nachgelassen. Mhm. Das heißt also, wahrscheinlich hat das Hirn einfach nicht mehr gearbeitet so und die Erregung durch diese Halluzinationen, durch diese Vorstellungen, das ist dann abgeflacht und genauso ist angestiegen die Demenz. Das ging los, dass sie konnte ja kaum gehen. Ich bin zumindest mit ihr jeden Tag zweimal oder dreimal hier da gesagt, gehen wir ins Wohnzimmer rüber. Wir haben uns also normalerweise in der Küche aufgehalten, gehen wir ins Wohnzimmer rüber, gehen wir zurück. Und eines Tages sagt sie, wie muss ich gehen? Wie geht das gehen? Dann habe ich gesagt, du musst den Fuß hochheben, musst den Fuß vortun. Ja, wie soll ich das machen? Gut, habe ich gesagt, dann schiebe ich dich rum, gehen wir darüber. Eines Tages, ja, ich kann die Tasse nicht mehr halten, wie geht es? Und dann kam es keine Fragen mehr, wie es geht, sondern es ging nicht mehr. Sie konnte nicht mehr schreiben, ihren Namen nicht mehr schreiben. Und ja, wie heißt du? Ja, das wusste sie noch, wie sie heißt. Ich hatte also in der Zwischenzeit einen Pflegedienst sowieso da. Und habe dann gekämpft, dass sie also Pflegestufe 2 wird, nicht groß Pflegestufe 1. Ja. Und dann haben wir halt, muss ich sagen, hingewurstelt schon in ordentlichen Bahnen, aber eben weitergetan so. Und ich habe also gemerkt, dass irgendwann immer, sie konnte dann nichts mehr halten, auch mein Essen, ja. Sie weiß immer, wie sie die Hand zum Mund führen muss. Und so ging das schön langsam, ein Stück nach dem anderen verloren. Das Wichtige war es einfach, dass die Angehörigen merken, wo hole ich denn hier selber Ressourcen raus, wie kann ich mich stärken mit dem, was mit mir jetzt ablaufen wird. Wenn mein Partner plötzlich inkontinent wird, wenn ich also im Auto also nicht mehr mit ihm wegfahren kann, weil er mal einfach im Auto sitzt, dann halt durchpieselt. Oder wenn ich Kaffee trinken gehe, dass ich halt dann fluchtartig das Kaffee verlassen muss, weil der Sitz halt jetzt vom Stuhl nass ist und so Dinge. Oder wenn man einfach im ganz alltäglichen Gespräch keine richtige Antwort mehr kriegt, der Ehemann infantil wird oder halt einfach pflegebedürftig wird. In der Nacht 10, 12 auf dem Bett steht und nicht mehr weiß, wo geht es denn zur Toilette oder wo geht es jetzt zum Kühlschrank.
oder einfach auch ganz praktische Dinge. Also einmal habe ich eine Wohnung mit aufgesucht, da hat der Mann den Kühlschrank immer auf und zu gemacht und hat gesagt, das ist der vierte Kühlschrank, den sie jetzt halt kaufen hat müssen und sich sagen, ja, wo man halt, ja, oder die Ängste, die halt dann da sind, haben wir das im Unterricht auch schon angesprochen, dass die Angst ja das Grundphänomen ist und ja, wie begleite ich da jemanden, der immer Angst hat. Das geht also von ganz konkreten Beispielen los, wo man Alltagshilfen machen kann, bis eben auch zur gesprächstherapeutischen Beratung, wo man dann sagen kann, ja, sie brauchen Hilfen. Viele Kinder wollen halt Hilfen nicht annehmen, weil sie meinen, sie können das Problem selber oder in der Familie schultern. Und das geht nur bis zu einem bestimmten Grad und irgendwann braucht man professionelle Hilfe. Und das kann dann auch so weit gehen, dass man dann irgendwann auch überlegt, jemanden vielleicht in eine spezielle Einrichtung zu geben. Das ist dann ein ganz schwerer Schritt, der viel schlechtes Gewissen, viel, ja, so richtig echtes Dilemma, wo die Angehörigen dann auch wünschen. Man bemerkt es an der Alltagsführung. Also der Lebensalltag vom älteren Menschen, der sich jetzt verändert, einfach durch Alter oder durch Krankheit, ist so, dass der Alltag sich verändert und das heißt, alles, was im Alltag passiert, zum Beispiel ganz einfache Dinge wie abspülen, Wäsche machen, sich selber waschen, also die Grundpflege und das, das lässt halt alles nach. Also in der eigenen Mobilität wird man vielleicht eingeschränkt, das heißt, man ist nicht mehr so gut zu Fuß in der Wohnung, das heißt, der Lebensbereich reduziert sich vielleicht auf ein Zimmer und alles andere bleibt zum Beispiel liegen. Wenn man in Wohnungen von älteren Menschen kommt, dann merkt man das manchmal, dass die sagen zwar, sie schaffen das alles noch und machen alles alleine, aber letztendlich, man merkt es am Zustand der Wohnung, dass das in der Realität nicht mehr funktioniert. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der schreit, das ist nun mal einfach so. So ein Schreien kann man ganz, ganz schwer abstellen, vor allem ohne den biografischen Hintergrund zu kennen. Wenn man diese Patienten allein legt, dann kommen oft die Angehörigen und denken dann schon, die kommen ins Sterbezimmer. Das war der früher der Klassiker. Sobald jemand allein, wenn jemand im Mehrbettzimmer war und er wird dann allein gelegt, dann muss er sterben. Das ist auch bei den Leuten ganz oft drin. Da fragen sich immer die Kollegen, ja, jetzt haben wir ihn im Einbettzimmer gelegt, jetzt hat er nicht keine Ansprache von den Seiten, der ist noch unruhiger. Der ist deshalb so unruhig, weil das der trotzdem mitkriegt, dass er jetzt allein gelegt ist. Und früher war es immer so, sobald du allein gelegt bist, dann war es das. Die Oma ist immer ins Kämmerchen gekommen zum Sterben. Das sind einfach Sachen, wo man erklären muss und wo auch ganz viel Bedarf besteht. Aber ja, oft fehlt dann auch die Zeit, um dann wirklich drauf eingehen zu können. Und da gibt es eben Organisationen, die einem da schon recht hilfreich zur Verfügung stehen. Es fängt schon an, dass man eine Beratung über Pflegeversicherung macht, was da an Möglichkeiten drin ist. Dann die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft bietet halt auch sehr viele Beratungsmöglichkeiten über medizinische Veränderungen, also im Fallkreis von der Geriatrie. Und ja, und dann eben Lebensberatung. Wie kann man mit einem Menschen zurechtkommen, der sich immer weiter hat verliert in dieser Erkrankung? Das ist halt so, also bei Demenzpatienten, da gehen ja bestimmte, also ich würde es jetzt mal als Kapitel des Lebens bezeichnen, verloren. Die verschwinden dann einfach. Wenn man ihnen dann auch noch so Sicherheit nimmt, wie sie zum Beispiel im Alltags- oder in der Alltagsstruktur haben, dass zum Beispiel jemand da ist immer zum Frühstück um eine bestimmte Uhrzeit, dann kann er vielleicht nur 10 Minuten mit ihm spazieren gehen. Und also so Gewohnheiten, so ein bestimmter Habitus, der dann da ist, der gibt dem alten Menschen in der Situation, wenn er jetzt dement wird oder das so ein schleichender Prozess ist, nur ein bisschen Sicherheit. Und das geht eigentlich durch das, dass eben so bestimmte Kapitel immer mehr verschwinden aus dem Kopf, geht die Sicherheit verloren. Und wenn jetzt praktisch Angehörige oder so nicht mehr da sind, die die Struktur aufrechterhalten, dann ist der Mensch eigentlich, sage ich mal, haltlos. Und das verstärkt natürlich dann auch das Krankheitsbild der Demenz. Also das ist Das ist ein ganz großes Problem. Pflegende Angehörige fokussieren sich total auf die Person, vernachlässigen ihr soziales Netzwerk, gehen abends, trauen sie nicht mehr fortgehen, trauen sie nicht mehr in ein Kino gehen, nehmen ganz schwer die Verhinderungspflege an. Wenn, dann suchen sie jemanden aus dem engeren Familienkreis, der dann die Pflege übernimmt. Sie machen auch
Ja, sie überschätzen ihre eigene Leistungskapazität. Es ist halt schon manchmal tragisch, wenn sie ein älteres Ehepaar erleben. Ich habe da einen Fall im Kopf, da ist die Dame, die ihren Mann versorgt, die ist 82 Jahre alt, dann ihr Mann ist 89 Jahre alt. Und die Dame, die lebt eigentlich in München und sie fährt jedes Wochenende mit ihrem Mann in die Nähe von der tschechischen Grenze, weil sie da ein Ferienhaus haben. Und lebt dann das Wochenende mit ihrem Mann da in dem Ferienhaus, weil ihr Mann darauf besteht, dass er da in dieser Formel ein Jäger und er möchte also dahin. Dann hatte ich im Anfang Dezember vorigen Jahres einen grippalen Infekt. Und dann war es eben bei mir so weit, dass sie in der Nacht losgegangen ist und dann das System zusammengebrochen ist bei mir. Dann haben sie mich weg ins Krankenhaus. Ich habe dann nur noch gesehen, dass meine Frau, weil der Pflegedienst kam in der Früh, die hat mich gesehen, die haben sofort einen Notarzt geholt. Und da saß sie in der Küche noch drin am Tisch. Das war also das Letzte, was ich gesehen habe von ihr. Und dann habe ich eben noch gesagt, verständigst meine Schwägerin, verständigst meinen Sohn, das und das ist zu machen. Und dann war ich weg. Und dann kam also mein Sohn vor, der ist in Frankfurt drüben. Dann kam er am Sonntag runter und dann kam er am Montagabends oder Dienstagabends, das kann ich nicht mehr genau sagen, und sagt, gell, der Stocker Gehör liegt die Mama. Wurde sie ins Heim gebracht, also in die AWO. Ja. Und hat dort eine Lungenentzündung gekriegt. Und ist dann eben ins Krankenhaus gekommen, ins Josef, genauso wie ich. Und lag dann also tagelang dort auf Leben oder Tod. Mich hatten sie entlassen dann wieder nach 7 oder 8 Tagen und habe gesagt, ich bleibe hierin, bleib bei meiner Frau, es ist wurscht, was das kostet, bleib da. Und wir sind dann am 29. Dezember vorigen Jahres beide raus, sie ins Heim, ich nach Hause. Mhm. Und seit der Zeit ist sie aber, möchte ich sagen, also mindestens das nächste niedere Niveau, im Ganzen, sie spricht kein Wort mehr, sie liegt halt nur mehr, kann nicht mehr stehen, rührt keinen Arm mehr, rührt keinen Bein mehr, außer Zuckungen oder ungewollte Bewegungen, also sie liegt halt drin und ich füttere sie, sie reagiert manchmal reagiert sie nicht, das also, Herr Siegel, da, ich kann nicht sagen, wenn ich reinkomme, ob ich weiß, ob sie mich erkennt. Ja. Also ich möchte sagen, unter Bewusstsein erkennen sie mich immer. Weil ja, wenn ich zu reden anfange, die Stimme da ist. Ne, und die Stimmen kennen sie. Also bewusst sicher nicht, aber unbewusst. Interessanterweise ist es so, dass viele Angehörige gar nicht wissen, was es dort für Hilfsangebote gibt. Beispielsweise jetzt gar nicht mal eine stationäre Versorgung, sondern eine Tagespflege. Das kennen viele zum Beispiel gar nicht. Da haben aber dann viele plötzlich denken dann wieder, hoppla, jetzt weggeben und dann wird er noch unruhiger als zuvor. Was kommt da auf mich zu? Dann hat man jetzt in der Generation der Angehörigen, hat man ganz oft das Problem, dass die halt noch diese Altenheime von vor 10, 20 Jahren kennen, wo wie bei uns quasi ein langer Gang ist, Tür links, Tür rechts und das war's und hier gehen sie mal ins Zimmer und kommt den ganzen Tag niemand. Also es ist ganz oft so, dass wenn man das mitkriegt, dass es nötig ist, dass ein Umzug stattfindet in eine stationäre Einrichtung, dass da eine ganz große Unsicherheit da ist, ob das denn genauso gut ist wie bei sich zu Hause. Weil bei mir, beim Angehörigen, ich bin ja die ganze Zeit da für einen Vater. Wie kann das denn eine andere Einrichtung bieten und das kostet auch so viel Geld? Da ist es ganz wichtig, dass man auch dass wir als Pflegende denen ein bisschen die Angst nehmen. Ja, die denken halt, sie haben versagt, ne? Wenn die das schon über Jahre machen, dann haben sie bestimmte Erfahrungen gemacht mit dem
kranken Menschen und können das vielleicht dann nach einer gewissen Zeit auch besser einordnen und sagen, okay, wir haben jetzt alles versucht, ne? Und jetzt ist aber ein Punkt erreicht, wo es wirklich nicht mehr geht, weil wir sehen, wir packen das auch nicht mehr, weil einfach die Belastung zu groß wird. Dann, glaube ich, ist die Entscheidung, dass man zum Beispiel einen Heimplatz sucht oder vielleicht nur eine Art andere Betreuung, zum Beispiel über die Alzheimer-Gesellschaft, dass einfach da wer kommt, ein Ehrenamtlicher vielleicht ein-, zweimal in der Woche zum Unterstützen, dass sie entlastet werden. Und ich glaube, da kann man dann schon ein Stück Verantwortung abgeben, auch wenn man sich selber Vorwürfe macht, weil man das für seinen liebsten Menschen nicht mehr leisten kann. Also das ist immer so ein Zwiespalt, glaube ich, wo man einfach drin steckt. Gibt es doch spezielle Angebote für die Demenzkranken? Was ist dort jetzt anders als bei uns in der Klinik? Also muss ich nicht im Altenheim gearbeitet haben. Ich denke, das hat jeder auch in der Ausbildung mal gehabt, dass es speziell gerundete psychiatrische Fachangebote gibt. Oder was einfach der Unterschied ist. Man muss einfach mal sehen, dass die Leute ja dort wohnen. Und hier bei uns sind sie Kunde, temporärer Kunde. Und oft ist es so, dass die Angehörigen das dann so sehen, dass quasi das Altenheim ist wie hier, nur mit einem anderen Etikett drüber. Und dann hat man einfach halt ja, schon die Befürchtung, wenn ich halt sehe, auf der Rechnung steht 3.000 Euro und dann ist es halt wie hier, was halt auch Tatsache ist, dass halt mal zwei Stunden halt niemand kommt und mal guckt, wie es einem geht. Und das muss man einfach ganz oft den Angehörigen auch sagen, dass das eben dann dort in der Einrichtung auch oft anders ist. Interessant sind auch die Rückmeldungen oft. Es gibt ja auch solche Stammgäste, die dann immer wieder kommen und dann aber auch unterschiedliche Heime teilweise durchgemacht haben. Und interessanterweise erzählen die Angehörigen eigentlich immer, dass sie dann zufrieden gewesen sind. Und dass aber Beratungsbedarf da ist. Einfach von dem, wie es dort praktisch zugeht und was die Pflegekräfte dort mit denen machen. Weil wie gesagt, wenn ich sagen kann, da gibt es immer das Herbstfest und Sommerfest, das bringt mir als Angehörige nicht die Ruhe. Dass ich jetzt, weil das Problem für die ist ja, den auch diesen Menschen aus der Hand zu geben. Jeden Tag bin ich 24 Stunden für den da, wasche den, ziehe den an, mache ihn fertig und plötzlich wird mir das auch weggenommen. Und das macht jetzt irgendwie so ein Semi-Profi. Kann der das besser als ich? Das ist immer so eine Frage und das muss man einfach den Leuten dann auch schon vorher erklären, denn sonst gehen die auch einfach schon mit einer ganz schlechten Stimmung dann in diese Senioreneinrichtung und das kann dann auch dort einen ganz schlechten Start geben, was dann wiederum für den betroffenen Menschen dann nochmal richtig schlecht ist. Ich konnte vorher für sie da sein und konnte das machen. Ich wusste ja genau, was sie wünscht und was sie will. Und heute muss ich ja sagen, hoffentlich machen die es richtig, ne? Mhm. Oder machen die es so, dass es für sie günstig ist. Wir haben also alle gesagt, jetzt hast du so viel Zeit, jetzt ist sie im Heim drin. Ja, sage ich muss Mittag und abends reingehen, weil die haben drin eine Zeit. Ich brauche zum Füttern, brauche ich normalerweise eine Stunde, wenn es schwierig geht, länger. Und die Zeit haben die nicht. Die können sich nicht hinsetzen und können da eine Stunde füttern. Das geht nicht. Also, entweder sie wird unterversorgt oder ich gehe rein. Das ist also meine persönliche Überzeugung. Weil dann steht drin, hat nicht gegessen, hat nicht getrunken, hat zu fest geschlafen. Ja, das ist alles schön registriert, aber das hilft mir nichts. Wenn die versucht, 10 Minuten ihr da was Essen reinzubringen und sie sperrt den Mund nicht auf und isst nicht, ich warte halt dann und nach einer Viertelstunde, dann ist es halt soweit. Ja, und sie kennen es ja. Ja, und die Pflegekräfte sagen immer, ja, bei einer ist es und bei uns ist es nicht. Ich sage, ja, erstmal, ich weiß, dass sie nur ganz kleine Portionen isst. Ich rede dazu immer die ganze Zeit, ne? Und wenn sie ist, dann singe ich ihr was vor und das entspannt. Ich habe also gestern mit einer Fachkraft, ich weiß nicht, wie das Papperl geheißen hat, die hat gesagt, ja, wenn ich mit den dementen Leuten singe, die gehen dann ganz auf und ich singe halt auch vor. Und dabei füttere ich sie und dann merke ich, dass es besser geht. Ne? Weil du irgendwie, möchte ich sagen, das verspannte Hirn sich lockert. Jeder, der weiß, man muss für jemand anders was erledigen, der kennt das Gefühl, okay, ich habe das jetzt gesagt und ich mache das auch und stehe dahinter und übernehme die Verantwortung.
Und wenn jemand praktisch gesetzlich dafür bestimmt ist, dass er einen anderen Menschen vertritt, dann ist ja der Druck nochmal größer, weil es geht ja dann auch zum Beispiel um Entscheidungen von der Gesundheitsfürsorge. Wie soll die Therapie weiterlaufen oder genau, wo ist dann das Aufenthaltsbestimmungsrecht, wo wird es verankert, soll er im Heim bleiben oder soll er zu Hause bleiben? Schwere Entscheidungen. Akut vor Ort wirklich die Pflege, sollte einfach auch die Angehörigen stärker in das ganze Pflegekonzept im Krankenhaus mit einbauen, unbedingt. Weil sie sind ja auch die Brücken, die Orientierung liefern. Ich also mache, was ich tun kann und nehme Rücksicht auf sie, wenn sie sagen, sie können nicht und sie tun nicht, dann sage ich, gut, dann mache ich. Ne? Also ich glaube, dass da kein schlechtes Verhältnis zu den Pflegern da ist. Ich habe nur bis jetzt gehört von verschiedenen, mit denen ich näher oder mehr gesprochen habe, dass sie gesagt haben, sie sind froh, wenn ich da bin, weil dann brauchen sie nicht füttern und bei einer ist es und bei uns haben wir Schwierigkeiten. Also ich lege denen keinen, wenn ich etwas sehe, was ist, dann sage ich es also in einem vernünftigen Ton, das und das müssten sie oder sollten sie gerne machen, aber also ich glaube nicht, dass da irgendjemand, es kann natürlich sein, dass irgendeiner sagt, was will denn der schon wieder? Ne? Es ist klar, es ist wahrscheinlich keiner da, der sich also tagtäglich da annimmt, um seinen Angehörigen. Ich eben nur wie gestern auch da diese Frau, dass sie gesagt hat, ja, die sitzen dann da und keiner besucht sie. Nur weil keiner kommt. Das ist dann traurig. Ja.